Es geht ja heute um das Thema Werbung. Wenn sie nicht ankommen, kann sie gar nicht wirken, weil dann sieht sie gar keiner. Aus dem Grund, weil wir bei dem Thema Werbung sind, will ich auch ganz gerne einmal mit einem kleinen Werbeblock gleich anfangen. Keine Sorge, der wird nicht allzu lang. Es ist einfach nur, da wir erst seit letztem Jahr in Deutschland auf dem Markt sind, kennen uns bisher relativ wenige Menschen. Deswegen würde ich jetzt einmal gerne die Chance nutzen, uns ganz kurz vorzustellen. Wir sind ein niederländisches Unternehmen, vor über 10 Jahren dort gegründet, haben auch in Utrecht immer noch unseren Hauptsitz, sind seit ein paar Jahren in England auf dem Markt und seit letztem Jahr in Deutschland auf dem Markt. Mittlerweile sind wir über 70 Mitarbeiter. Was wir machen bei DVJ fängt an mit Werbepretest, dem Hauptthema, was wir heute haben. Wie man Werbung testet, wie man sie wirklich auch in iterativen Schritten testen kann, damit man wirklich am Endeffekt eine effiziente Kampagne hat, die auch wirklich wirkt, die wirklich ankommt. Gucken aber auch dann mit Kunden gemeinsam, dass wir im Kampagnen-Tracking, in der Kampagnen-Evaluation im Markt tatsächlich dann schauen, hat sie denn wirklich funktioniert, die Werbung? Ist denn wirklich etwas passiert auf Brand-Items im Sales-Bereich, das ganz, ganz holistisch anzugucken, um wirklich auch zu verstehen, habe ich denn überhaupt mein Geld sinnvoll eingesetzt oder habe ich da im Endeffekt Geld verschwendet und es ist gar nichts passiert. Gucken dann auch mit der Marke weiter. Ganz wichtig, wir nennen das Brand Growth Detector, weil wir kein rückblickendes Tracking machen wollen, wo man 3, 6 Monate die Daten sammelt. In dem Moment, wo ich präsentiere, habe ich ganz veraltete Daten. Wir gucken immer, wenn wir uns die Daten angucken, ganz klar darauf, was sehen wir denn als Möglichkeiten, als Opportunities für die Zukunft? Wie können wir der Marke zum Wachstum zu verhelfen? Dass es eben wesentlich mehr ist als eine reine Bestandsaufnahme. Ähnlich gehen wir vor im Bereich Innovation, angefangen mit Ideen-Screening, Konzept-Testing, dort aber auch Intro-Monitor, das ist auch in-Market nach dem Launch, immer zu kontrollieren, zu gucken, wo steht denn die Marke da? Welche Sales-Erfolge erzielen wir denn wirklich? Was sind die Ursachen? Warum, wieso wir Wachstum erreichen oder eben kein Wachstum erreichen? Auch da bringen wir nicht reine Befragungsdaten mit rein, sondern immer gesamtheitlich betrachtet, haben mit Stefan Knebler auch einen absoluten GfK-Daten-Sales-Experten, der da immer seine sehr kompetente Meinung, Beratung mit reinbringen kann. Gucken aber auch im Shopper-Bereich, ob es Customer Journey ist, im Pack-Test-Bereich. Machen auch gemeinsam mit Kunden vielfältige Ad-Hoc-Studien, wo es wirklich, es gibt keinen Standardansatz, es gibt kein festes Modell, sondern wir kriegen einfach eine Aufgabenstellung und schauen dann gemeinsam mit dem Kunden, wie entwickeln wir denn den besten Ansatz dafür, damit wir die Fragestellung optimal beantworten. Was wir anders machen als andere, ist, wir gucken immer bei jeder Methode, arbeiten wir stetig, kontinuierlich an der Verbesserung, Optimierung. Wir bleiben nicht stehen, sondern es wird kontinuierlich mit der Wissenschaft, arbeiten sehr eng mit den Universitäten in Holland zusammen, arbeiten aber auch sehr eng mit unseren Kunden zusammen, um das Feedback der Kunden einzuarbeiten, aktuellen Stand der Wissenschaft und so auch in vielen kleinen Details, auch wenn sich nicht die komplette Methodik verändert, aber in vielen kleinen Details immer besser zu werden, immer besser in der Lage sein, wirklich auf Fragen zu antworten, Empfehlungen, Beratung wirklich zu ermöglichen. Ein Beispiel, was wir anders machen als andere, ist die Art und Weise, wie wir offene Fragen stellen. Wir fragen nicht, wie gefällt dir das Produkt? Gib uns die Begründung oder wie relevant ist das? Gib uns die Begründung. Nein, wir machen es andersrum. Wir stellen erst die offene Frage, welche Assoziation gibt es zu dem Werbespot, zu dem Produkt? Und bitten die Befragten dann, die Konsumenten, nachgelagert ihre eigenen Antworten zu klassifizieren. Ob das positiv, relevant, distinctive ist im Endeffekt. Ist ein kleiner Schritt, ermöglicht aber eine komplett andere Gesichtsweise, dass ich eben erst frei offen kommen lasse und sie gar nicht erst in ein vorhandenes Framework presse, den Befragten. Und das ist bei uns ein ganz wichtiges Thema. Wir haben bei DVJ unter den Mitarbeitern sehr viele, sehr erfahrene Consultants,
die immer in jedem Projekt involviert sind, die auf Basis ihrer Erfahrung wirklich in der Lage sind, nicht nur Standardergebnisse zu präsentieren. Es wird auch kein Pre-Test, den man bei uns sieht, aussehen wie der andere, sondern es hängt immer von der Aufgabenstellung ab, immer von dem Kontext, den es gibt. Beim Pre-Test kann es sein, dass ich eine Werbungskohorte ein kleines Stückchen besser als die andere. Das ist dann nicht automatisch der Gewinner, sondern wir müssen uns halt angucken, ist das eine die globale Kampagne, ist das andere die lokale Kampagne, was ist die Strategie, wo wollen wir hin, was ist die Zielsetzung. Und dazu brauchst du halt auch viel, viel Erfahrung, um einfach zu diesem Schritt zu kommen, zu dieser Beratung, zu dieser Aussage zu kommen. Das einmal in Kürze zu DVJ. Jetzt geht es ins Eingemachte zum Pre-Testing. Ich stelle einmal gleich vor, ein bisschen am Anfang, wie sind wir, warum sind wir zu unserer Methodik gekommen? Haben wir uns nicht einfach so ausgedacht, sondern das hat Ursachen, das hat wissenschaftliche Fakten, das hat Ergebnisse aus der Praxis. Stell dann kurz die Methodik vor und damit das Ganze dann greifbar, lebendig wird, haben wir vor einiger Zeit Eigenstudien durchgeführt, Werbung getestet, dass wir das eben auch am lebendigen Beispiel Ihnen vorstellen können. Können es dadurch eben auch peilen, da es eine Eigenstudie war. Was ich einleitend gesagt hatte, wir testen auch, evaluieren auch Kampagnen umfangreich mit unseren Kunden. Und was wir da sehen, ist schon erschreckend. Denn wir sehen, dass 50% aller Kampagnen überhaupt keinen Impact haben. Das heißt, in 50% der Fälle sehen wir auf Brand-KPIs, aber auch auf Sales-Effekten, Zero-Effekt. Das heißt, man hätte die Kampagne auch gar nicht schalten müssen, dann wäre man beim gleichen Ergebnis gewesen. So hat man im Endeffekt das Geld zum Fenster rausgeworfen. Nur bei 20% aller Kampagnen sehen wir überhaupt einen Impact, der über 5% ist. Da müssen wir natürlich hin, das sind Minimum, man kann keine Wunder erwarten von einer Kampagne, das sind oft langfristige Effekte, aber wir wollen zumindest irgendeinen Effekt sehen und haben da als Schaltgrenze auch, dass es möglichst über die 5% gehen soll. Da müssen wir hinkommen. Großer Faktor, hören wir auch den Experten zu, Mark Ritson, kennt vielleicht einige Marketing-Professor, aber auch Les Binnett ist ja kein Unbekannter. Beide sagen, der größte Faktor für den Erfolg, dass ich eine effiziente Kampagne habe, ist die kreative Exekution. Die muss nicht uns gefallen, die soll nicht herausragend sein, nicht das Ziel haben, dass ich Awards gewinne. Klar, das mögen Werbeagenturen immer gerne, es ist immer toll, einen Effi zu gewinnen. Aber das nützt den Konsumenten nichts. Wir müssen den Konsumenten zuhören. Die sollen die Kampagne nicht mögen und nicht wir und das gesamte Werbeumfeld. Und da sind wir eben auch schon beim Konsumenten, wir lieben Werbung, wir mögen alle Werbung, wir beschäftigen uns jeden Tag damit. Der Konsument hat eine komplett gegengesetzte Zielrichtung. Er tut alles, um Werbung zu vermeiden, damit er nicht in Kontakt mit Werbung kommt, damit er die nicht sieht. Das ist die größte Herausforderung, die wir haben, dass Konsumenten überhaupt kein Interesse an Werbung haben, überhaupt kein Interesse haben, eine Werbung sich überhaupt anzugucken. Und wenn wir im Online-Bereich sind, sind ja Konsumenten sogar bereit, dafür zu bezahlen, dass sie keiner Werbung ausgesetzt werden. Das können sie, wenn sie im Sofa beim Fernsehen sitzen. Das können sie nicht machen, aber da können sie natürlich aufstehen, in die Küche gehen oder andere Dinge erledigen. Sie sitzen nicht gebannt wie wir davor und sagen, wow, ich gucke mir den Werbespot an. Und das ist auch wirklich mit Fakten belegt. 80% aller Werbung werden weggeschaltet. Sobald ein Online-Video skippable ist, wird es auch in den meisten Fällen geskippt. Bei sozialen Videos keine neuen Daten, auch wenn die oft nur sehr kurz mit 6 Sekunden sind, werden die meisten im Durchschnitt 1,8 Sekunden angeguckt. Das ist sehr, sehr kurz, die Zeit, die man hat. Und auch da werden hohe, hohe Spendings ausgegeben. Und das hat dann Folgen für die Marktforschung, für den Research-Ansatz. Was wir bei DVJ als ein sehr, sehr wichtiges Kriterium haben, ist der Breakthrough. Also wie sehr komme ich überhaupt durchs Clutter durch? Wie dringe ich überhaupt durch? Wie schaffe ich es überhaupt, dass die Menschen bereit sind, sich meine Werbung anzusehen und nicht wegzuschalten? Wichtig ist natürlich dann auch im Detail zu verstehen, wie funktioniert die Werbung insgesamt? Wie sind emotionale, rationale Reaktionen auf die Werbung, um zu verstehen, was gefällt mir daran, was gefällt da nicht daran? Aber
ich muss im ersten Schritt erstmal durchdringen zu den Menschen. Und das hat Implikationen für unseren Ansatz, wie wir bei DVJ im Endeffekt Werbung testen. Wir starten immer in einem In-Kontext-Umfeld. Das heißt, der Konsument weiß am Anfang nicht, wir zeigen im Beispiel vom TV, 8 TV-Werbung, eine davon ist die Werbung, die wir im Fokus haben, zeigen aber alle 8 TV-Spots in einer Reihe hintereinander, ohne immer randomisiert, immer an unterschiedlichen Stellen, wo unsere Werbung auftaucht. Und der Befragte hat an jeder Stelle, in jedem Spot die Möglichkeit wegzuschalten und zum nächsten zu gehen. Das ist ein Verhalten, was wir registrieren, da befragen wir nicht, das wird einfach registriert. Gucken auch in dem Kontext dann, nachdem die Werbung durchgespielt haben, alle, gibt es ein paar Ablenkungsfragen. Und auch dann in diesem Umfeld wird gefragt, für welche Marken hat man denn gerade Werbung gesehen? Und hat man die Messages verstanden? Das eben auch völlig ohne den vorherigen Fokus, dass man weiß, um welche Werbung das sieht, dass man es so nah wie möglich an die Realität auch wirklich herankommt. Erst im zweiten Schritt zeigen wir die Werbung nochmal komplett. Dann kann keiner flüchten, dann kann er sie nicht ignorieren, dann muss sich jeder angucken. Und da, das ist ganz wichtig für die weitere Diagnostik, ist sie emotional ansprechend. Haben wir eine tolle Story, die einfach bindet, die einfach dazu führt, dass die Leute begeistert dabei bleiben. Was wird gemocht, was wird nicht gemocht? Das ist ein Mix aus Statements, aus offenen Fragen, um einfach auch zu verstehen, was funktioniert an der Werbung, was funktioniert nicht, um damit aber auch den ersten Teil, wenn die Leute uns früh verlassen, warum verlassen sie uns denn so früh? Dazu ist es auch ganz hilfreich, wir zeigen am Ende des Tests auch ein drittes Mal die Werbung und da haben die Befragten die Möglichkeit per Maus anzugeben, dass sie einfach rechts, links mit der Maus sich bewegen, ob das jetzt gerade positiv ist oder eben nicht positiv ist. Kann man ganz gut entdecken, ist da überhaupt ein Spannungsbogen? Manchmal passiert da gar nichts, das ist eine Flatline. Dann passiert aber auch im echten Leben nichts, wenn es eine Flatline ist. Manchmal sieht man wirklich einen schönen Spannungsbogen. Da macht es auch manchmal nichts, wenn einzelne Bilder zum Abfall zu irgendeiner Dramatik oder irgendwas Negatives ist. Solange es sich dann wieder positiv auslöst, ist für die zusätzliche Diagnostik, wo man dann ganz klare Empfehlungen geben kann, gibt es bestimmte Szenen, die noch rausgeschnitten werden sollten oder die ein bisschen mehr Fokus bekommen sollten. Wichtig ist, was ich auch heute vorstelle, ist am Beispiel von TV, aber wir haben für jede Werbung funktioniert anders, abhängig von dem Kanal. Sobald ich sage, das ist eine Werbung für TV, wird sie in dem TV-Umfeld getestet. Ein Online-Video wird im Rahmen von YouTube und anderen Videoplattformen getestet, Social, Facebook und Instagram. Auch immer angepasst auf das Gerät, das Endgerät, was der Konsument genutzt. Wir wissen alle, die meisten nutzen Facebook und Instagram übers Handy. Also befragen wir auch hier nur Menschen, wenn sie das Handy benutzen, um eben da auch so realitätsgenau wie gut man auch mit Marktforschung eben dann herankommen kann. Wie sieht das aus bei uns, wenn Sie gleich auch Ergebnisse sehen? Deswegen einmal kurz eine kurze Erklärung, wie das aussieht. In der linken Seite auf der Tabelle sehen Sie einmal Breakthrough. Das sind die Scores, die wir alle ermitteln in dem natürlichen Umfeld, ohne dass jemand weiß, um welche Werbung es geht. Gucken einmal drauf, wie viele Menschen haben die Werbung denn sich komplett angeschaut? Wie ist da die ungestützte Markenerinnerung und die Message? Wie wird die verstanden? Dann aus dem zweiten Teil, Response, ist, nachdem die Menschen gezwungen worden sind, unsere Werbung sich anzugucken, wie positiv sind die Assoziationen, löst das ein Excitement, eine Spannung aus und wie spricht es für die Marke an? Beispielhaft habe ich hier jetzt die KPIs, die für die, wenn es um das Thema Brandbuilding geht. Es gibt ja auch ausreichend Kampagnen, die einen wesentlich stärkeren Sales-Aktivierungsfokus haben. Da haben wir dann bei der Response andere KPIs wie die Relevanz, Markeninteresse und wirklich auch Kaufabsicht. Ist immer was wir im Vorwege mit den Kunden immer besprechen. Diese beiden Ergebnisse, Breakthrough, Response, werden jeweils zu einem Score zusammengefasst und dann auf der rechten Seite in der Matrix geplottet.
rechts X-Achse Response, links Y-Achse ist der Breakthrough, sehen dann immer, landet die Werbung im grünen, grauen oder im roten Bereich. Ziel sollte natürlich immer sein, im dunkelgrünen Bereich zu landen, dann gehört man zu den Top 20 Performern, dann habe ich wirklich eine Werbung, die sehr, sehr effizient ist, wo ich sehr viel für mein Geld bekomme, dass ich entweder das gleiche Geld einsetze und einen wesentlich größeren Effekt habe oder für den gleichen Effekt weniger Geld einsetzen muss. Das erreiche ich, sobald ich im grünen Bereich bin. Grau ist der Mittelbereich, wo meistens noch viel gemacht werden kann, manchmal kleine Tweaks gemacht werden müssen, nur um in den grünen Bereich zu kommen. Sobald ich im roten Bereich bin, habe ich deutlich mehr Arbeit vor mir. Was noch passieren muss, muss man sehr genau in die Diagnostik gucken. Was kann ich da noch machen? Wie muss was verändert werden? Im Einzelfall gibt es auch harte Entscheidungen, dass wir auch Empfehlungen abgeben müssen. Wir denken, da ist Hoffnung mal verloren. Aber das ist dann nicht unsere Meinung, sondern das ist dann ganz klar aus den Daten einfach die Meinung. In vielen Fällen sehen wir, aber in den meisten Fällen sehen wir Möglichkeiten, wie man eine Werbung weiter verbessern kann und wenn es mehrere iterative Schritte benötigt. Eine Übersicht einmal, was wir immer als erste Ergebnisse auch zeigen, als schnelle Übersicht in Toplines, dass man dann einen Tag nach Feldende auch schon mal ganz schnell Ergebnisse hat, weil das iterative Testen kann man natürlich nur machen, wenn ich gebe ein Ad rein, ich habe die Ergebnisse sehr schnell, ich weiß, ich muss noch mal was machen. Dass dieser iterative Prozess muss natürlich extrem schnell gehen. Sonst gibt es die Zeit gar nicht. Man kann nicht den Entwicklungsprozess der Werbung jetzt um 2 oder 4 Wochen verlängern. Das muss einfach sehr schnell gehen. Das sind weitere KPIs, die wir haben, die wir dann auch immer gegen unsere Benchmark legen. Und da sehen Sie dann Color Coding. Es ist rot, grün, grau. Damit man dann eben auch, wenn es nicht der Marktforscher ist, der sich auch vielleicht nicht so viel Interesse an der Methodik hat, aber auch jeder ganz schnell erfassen kann, okay, ich sehe da lauter rot, ich sehe bei emotional grün, ich sehe bei rational eher rot, kann man ganz schnell erfassen, schon auf den Einblick, wie gut funktioniert die Werbung und wo könnten die Marken denn sein und wo müssen wir nochmal ran. Jetzt würde ich Ihnen gerne ein paar Werbung, was ich anfänglich gesagt hatte, die wir in Deutschland getestet haben. Und fange an mit dem Haribo-Spot. Falls Sie den, Gerti, ist ja ganz gut, wenn du mir einmal Bescheid sagst, ob man den hören kann. Nein, leider nicht. Leider nicht. Da habe ich die Technik so geprobt und dann hat es nicht geklappt, aber kein Problem. Das kriegen wir hin. Ich stelle das Ganze einfach nochmal an. Und hoffe, jetzt kann man ihn hören. Ja. Die schmecken so komisch. Ja. Ja. Perfekt. Das ist sowas, das ist ganz weit weg. So wie Oldenburg. Noch weiter. Haribo mit seiner bekannten Kampagne, die sie ja auch seit einigen Jahren machen, landen gerade noch im grauen Bereich, kratzen aber sehr stark am grünen Bereich. Also das ist durchaus eine sehr, sehr erfolgreiche Werbung. Ist in diesem Fall ja auch kein Pre-Test, sondern wir konnten natürlich nur Werbung nehmen, die schon an R waren. Bei Haribo sehen wir durchaus sehr positive Response, ist auch eine Begeisterung, Brand Appeal, Süßigkeiten, das Produkt ist nicht was für jeden. Das kann auch immer passieren an sich, aber sehr gute Werte. Der Knackpunkt bei Haribo ist, dass viele, deswegen ist es im dunkelroten Bereich, das ist stärker als im Vergleich zum Rest von unserer Datenbank, dass die Menschen nicht bereit sind, den Spot bis zum Ende zu gucken. Allerdings sehen wir in diesem Fall bei Haribo, es schadet gar nicht so sehr, denn die Marke wird trotzdem sehr, sehr stark herausgenommen. Die Problematik ist größer, frühes Wegschalten, die Marke wird auch nicht rausgenommen, die Message wird auch nicht verstanden, dann hat man ein echtes Problem. Wenn jetzt früh weggeschaltet wird, aber die Marke immer noch stark rausgenommen wird, dann ist es nicht ganz so dramatisch. Was wir sehen bei Haribo
ist tatsächlich, auf der rechten Seite ist die Kurve, wann die Menschen aus der Werbung gehen. Sie brechen tatsächlich in der Mehrzahl beim Abbrechen innerhalb der ersten 3 Sekunden ab. Das hat bei Haribo einen ganz klaren Effekt. Sie erkennen an diesen Kinderstimmen, die ganz distinktiv, ganz unverwechselbar sind für Haribo, weil sie es ja auch schon einige Jahre machen. Man hört die Kinderstimmen, man sieht ein gewisses Setting, wie Erwachsene mit den Kinderstimmen sprechen. Sie wissen sofort, dass es um Haribo geht. Ist erledigt, weiß ich, deswegen wird auch im nächsten Schritt eben die Marke so stark rausgenommen. Andere Werbung, die ganz früh weggeschaltet werden, dann wird die Marke nicht rausgenommen und die Message nicht rausgenommen. Dann ist sie im Endeffekt umsonst gewesen, die Werbung. Haribo hat auch, in dem Moment, wenn jemand nur 3 oder 4 oder 5 Sekunden die Werbung anguckt, kommt zu dem Ergebnis, ja, meine Marke wird rausgenommen und die Message wird verstanden. Das ist ein sehr erfolgreiches Konzept, was Haribo entwickelt hat, meiner Meinung nach. Da sie nicht nur, dass die Marke, die Wiedererkennung sehr hoch ist, auch die Message, die Grundmessage von Haribo, das ist ein Produkt für Kinder und Erwachsene, wird natürlich perfekt transportiert über Erwachsene mit Kinderstimmen. Das kann man kaum besser machen. Klar, wenn man jetzt einmal an die Likes und die Dislikes guckt, gibt es Menschen, die den der Werbung nervig finden. Der überwiegende Teil, 80%, ist absolut positiv, findet das lustig, findet die Produkte lecker, hat Spaß daran, fühlt sich an Kindheit erinnert und Urlaub erinnert und ähnliches. Es gibt einen Teil, der die Werbung nervig findet, sind wahrscheinlich vielleicht auch eine von Ihnen dabei. Ja, ein gewisser Nervfaktor ist dabei. Aber es hindert nicht, dass Sie die Marke rausnehmen, dass Sie die Message rausnehmen. Das verhindert es nicht. Es ist nicht eine nervige Werbung, die mir überhaupt nicht gefällt. Ich schalte weg und sage, das ertrage ich überhaupt nicht mehr. Es ist ein bisschen Nervfaktor, ich habe sie erkannt. Trotzdem nehme ich die Marke raus. Trotzdem wird sie eben aber auch von der großen Masse, 80%, das sind nur 8%, die es nicht mögen, 80% einfach sehr, sehr positiv bewertet. Und jetzt habe ich, Ergebnisse sind zu jedem Ad natürlich noch viel, viel ausführlicher. Da ich verschiedene Ads Ihnen zeigen wollte, habe ich da einfach die Ergebnisse jetzt ein bisschen kurz gefasst. Wenn im Nachgang einige von Ihnen sagen, ich würde gerne zu dem Haribo oder jetzt auch zu dem IKEA-Ad die Ergebnisse gerne ausführlich sehen, sagen Sie einfach Bescheid, dann können wir auch die ausführlichen Ergebnisse zur Verfügung stellen. Ich würde Ihnen jetzt noch mal einen Spot von IKEA vorführen und würde Sie bitten, dabei mal zu überlegen, wo landet denn diese Werbung? Eher im grünen Bereich, im grauen oder im roten Bereich? Können Sie gerne in die Checkbox eintippen und Sabine kann das dann gleich einmal kurz zusammenfassen, bevor ich auflöse, wo der Spot landet. Los geht's. Die machen Schaffelle aus Plastikflaschen. Ideen sind unsere wertvollste Ressource. IKEA. Haben wir erste Stimmen, Sabine, wo die Werbung landet? Drei Stimmen, 4 Stimmen für Grün haben wir bereits. Hell oder dunkelgrün? So kompliziert müssen wir das am Anfang gar nicht machen. Dunkelgrün ist auch sehr selten. Dunkelgrün ist auch sehr selten. Also grün ist schon ein Top-Ergebnis. Nee, es geht anders. Dunkelgrün, schreibt jemand. Genau. Grüner Bereich, weil sie ihn neugierig macht. Genau, jetzt habe ich es schon verraten, das Ergebnis. ich mache es beim nächsten, ich habe noch einen. Da werde ich mehr Zeit geben, dann mache ich das langsamer. Wir landen tatsächlich im hellroten Bereich. Leider ein Stück ab vom grünen Bereich. Das sah bei IKEA-Ads, die sie früher gemacht haben, noch anders aus. Die Werbung startet zwar recht positiv, ja, sie macht auch auf jeden Fall neugierig. 8 Sekunden 7 ungefähr. Wenn die Plastikschafe geschoren werden, passiert nicht mehr viel. Das ist die Entwicklung jetzt, diese Moment-to-Moment, die ich am Anfang gezeigt hatte. Da haben wir nahezu eine flache Entwicklung. Überhaupt kein Spannungsbogen mehr. Es passiert auch überhaupt nichts mehr. Wenn das Produkt, wenn die finale Auflösung kommt und das Produkt eingeblendet wird, passiert auch nichts mehr. Das ist die Idealvorstellung natürlich, dass ich mit der Produkteinblendung so einen kleinen Wow-Effekt nochmal habe und dann Uplift sehe. Aber es zeigt sich halt, bis zur Sekunde 7 haben die Menschen entweder
die Geschichte verstanden oder eben nicht verstanden. Aber es bringt ihnen so erstmal nichts Neues weiter. Sie verlassen die Werbung nicht ganz so früh wie bei Haribo, aber sie verlassen sie auch. Nach 10 Sekunden haben wir schon 20% verloren. Das ist niedriger als im Vergleich zu unserer Datenbank. Bin am Ende zwar auf dem Durchschnitt von unserer Datenbank, aber es zeigt halt eben auch, was wir davor gesehen haben. Es ist kein Spannungsbogen da. Also hält die Menschen auch nichts weiter drin. So, ja, ich muss den unbedingt bis zu Ende gucken, weil ich könnte ja ansonsten was verpassen. Ich verlasse sie. Sie verlassen uns halt leider zu früh. Ungewöhnlich, ich war auch überrascht, ist, dass die Markenwahrnehmung oder der Markenrecall nur durchschnittlich ist. Obwohl es IKEA ist, obwohl IKEA eine große, starke Marke ist. Aber dadurch, dass Smilla nicht mehr mitspielt, diese sympathische Schwedin mit dem niedlichen Akzent, die über Jahre alle IKEA-Spots gemacht hat, sobald Smilla irgendwo erschienen ist, in der Vergangenheit in einem Spot, wusste jeder, es geht um IKEA. Smilla hat sich zurückgezogen, deswegen müssen neue Lösungen her ohne Smilla. Dadurch ist es einfach, einen sehr guten Brand Recall zu kriegen, in dem Moment erstmal am Anfang, viel, viel schwieriger für IKEA. Obwohl, das ist ein lustiger Spot, sie nehmen auch bei der Message ganz klar das Thema Nachhaltigkeit raus. Er wird im Kern verstanden, auf jeden Fall der Spot, aber wenn man das Grundkonzept, wissen Sie auch, Grundkonzept der Kampagne ändert, eine neue Strategie fährt, fängt man nicht ganz von vorne an wieder, aber man startet auch unter Umständen bei Markenrecall eben, wie im Fall von IKEA, nicht auf dem alten Level. Alle verstehen die Story auch nicht, sieht man rechts auf dem, wenn man das Rote bei Understanding sieht, denn sie haben es entweder bis zu einem bestimmten Punkt verstanden oder eben nicht verstanden. Ja, es ist eine lustige Werbung, ist auch unterschiedlich, aber obwohl sie lustig ist, macht sie auch nicht richtig Spaß und ist es auch nicht richtig spannend. Das Dramatischste ist aber, wenn man auf die rechte Seite guckt, ist die geringe Glaubwürdigkeit. Das ist schon ein niedriger Wert, wo man einfach gucken muss, was ist da passiert. Da helfen extrem, wenn man anguckt, die Likes und die Dislikes, wo man ganz klar sieht, ja, die Menschen, natürlich wollen sie alle Nachhaltigkeit. Wer will das heute nicht? Also sagt kein Mensch, dass heute keine Nachhaltigkeit wäre. Es ist das Thema unserer Zeit. Nachhaltigkeit ist wichtig. Aber die Glaubwürdigkeit bei IKEA ist eingeschränkt, wird erst richtig deutlich, wenn man auf ein paar O-Train-Statements auf der rechten Seite guckt. Konsumenten glauben zum Teil wirklich, es wurden ganz viele Plastikflaschen genommen, ausgeschüttet oder ausgetrunken und an die Schafe geheftet. Das ist auf einmal ein wahnsinniger Plastikmüll und fühlt sich auch noch an wie Tierquälerei, wenn man diese Plastikflaschen an die Tiere heftet. Das wurde natürlich nicht gemacht. Wissen wir, jemand, der sich jeden Tag mit Werbung beschäftigt, weiß, dass das natürlich IKEA nicht gemacht hat, dass das natürlich eine Animation ist, in der das dargestellt worden ist. Für den Konsumenten, der kann diesen Gedankengang haben, weil er natürlich nicht weiß, wie Werbespots produziert werden. Und dann ist das auf einmal kontraproduktiv. Ah, die reden über Nachhaltigkeit, aber die machen Plastikmüll und dann sind sie auch noch gemein zu den Tieren. Passt halt nicht zusammen. Das ist halt ein Punkt, der zeigt, wie wichtig es überhaupt zu testen ist, um auch wirklich aus seiner eigenen Sichtweise rauszukommen, was wir alles über Werbung wissen. Der Konsument interessiert sich ja nicht für Werbung, will sie ja auch gar nicht, der guckt sie nicht jeden Tag mit Begeisterung, wie der Konsument tatsächlich denken kann. Und das ist natürlich Nachhaltigkeit ja, aber die Art und Weise gefällt dann den Konsumenten doch nicht, wie es dargestellt wurde. Und das ist ein Grund, warum diese Werbung, es ist nicht das bekannte IKEA, es gibt auch erst relativ, weshalb die Menschen uns auch verlassen am Anfang. Es gibt auch relativ spät erst, dass überhaupt klar ist, dass es um die Marke IKEA geht. Erst wenn es in der Scheune ist, wo die Plastikschafe geschoren werden, sieht man überhaupt, dass die da diese gelben IKEA-Pullis oder T-Shirts anhaben. Mit Smilla am Anfang, ja klar, es war Smilla da. Die musste noch nicht mal IKEA sagen. Die brauchte auch kein gelbes IKEA-T-Shirt tragen. War es halt sofort klar. Deswegen sind sie beim Breakthrough
nicht weit oben, weil es einfach nicht klar ist, dass es für IKEA ist. Und wir sind bei der Response auch im roten Bereich gelandet. Da ist halt einfach dieses Uneinigkeit, dieses Gegensätzliche entsteht zwischen Nachhaltigkeit, ja, aber die quälen Tiere und haben ganz viele Plastikflaschen ausgeschüttet und Plastikmüll produziert. Passt nicht zusammen. Jetzt habe ich noch eine von der Ink, die ich auch nochmal vorspiele. Und tippen Sie in die Chatbox und ich gebe diesmal auch ein bisschen mehr Zeit, bevor ich auflöse. Neue Tomatensauce. Neuer Sport, neues Instrument. Was Neues probieren kann jeder. Und Wertpapier sparen kann auch jeder. Jetzt bei der ING klein mit Wertpapieren starten. Mit Sparplanraten schon ab 1 Euro. Und ganz neu, alle ETF-Sparpläne sind ab sofort gebührenfrei. ING. Was denken Sie, wo wir hier landen? Grün, grau oder rot? Ja, der Engel sagt grau. Der Pütz sagt grün. Grau und grün. Und rot. Also hier wird es jetzt eine Ampel. Nochmal grau. Sind jetzt etwas vorsichtiger, die Zuschauer. Hellrot, sagt jemand. Grau. Gut, aber das zeigt ja auch, wir sind durchaus alle Experten und haben alle viele Werbung gesehen und getestet, dass es... Man kann sich da auch manchmal vertun. Ich vertue mich manchmal bei Werbung, ganz klar. Also selbstverständlich vertue ich mich auch, wenn ich denke so, wow, das ist eine Top-Werbung, aber das finde leider nur ich und die Konsumenten überhaupt nicht. Oder ich denke, das funktioniert gar nicht und die Konsumenten finden es aber großartig. Das ist ja der Grund, warum wir testen. Wenn wir so vom Bauchgefühl alle einschätzen könnten, dann bräuchten wir nicht testen. Wir landen im hellroten Bereich. 4 graue Statements waren jetzt noch. Okay. Es ist dramatischer als grau. Wir landen im roten Bereich. Kratzen am dunkelroten Bereich. Hat verschiedene Gründe. Die Menschen im Vergleich zu Haribo und IKEA verlassen uns wirklich sehr früh. Viele kommen gar nicht mehr zu dem Punkt, denn das Produkt, was beworben wird, befindet sich erst in der zweiten Hälfte von der Werbung. Viele, die Werbung einfach vorweg schon verlassen, kommen gar nicht mehr zu der Stelle, wenn eigentlich das Produkt vorgestellt wird. Das heißt, dann kann die Werbung auch immer noch vielleicht ein bisschen was für die Marke machen, aber fürs Produkt, fürs neu beworbene Produkt, kann sie nichts machen, wenn die Menschen uns frühzeitig verlassen und das schon gar nicht mehr sehen. Warum sind wir bei beiden Werten, sowohl beim Breakthrough auch als bei der Response im roten Bereich? Liegt an vielen Gründen. Zum einen ist die Markenherausnahme nur durchschnittlich. Und das, obwohl Dirk Nowitzki dabei ist. Dirk Nowitzki ist Markenbotschafter, arbeitet mit der Ink seit vielen, vielen Jahren zusammen, ähnlich wie Smiller. Nur, dass er da dabei bleibt, auch nach seinem Karriereende, dass er ja immer noch bei der Ink treu bleibt. Aber er ist auch so ein bisschen Segen und Fluch zugleich. Er überstrahlt auch alles. Es wird, wenn man auf die Message guckt, es wird Dirk Nowitzki rausgenommen, dann lange gar nichts, dann ein bisschen Bank, dann ein bisschen Ink. Aber in diesem Fall überstrahlt er alles und das beworbene Produkt bleibt komplett im Hintergrund. Und obwohl Dirk mitgespielt hat in der Werbung, kommen wir auf einen nur durchschnittlichen Marken-Recall. Und das kann man einmal nochmal in der Übersicht sehen, warum wir jeweils im roten Bereich sind. Das ist einmal, dass sie früh rausgehen, dass die Marke nur durchschnittlich ist. Aber es führt auch nicht, nachdem die Werbung nochmal vollständig vorgeführt worden ist, zu extrem positiven Assoziationen oder zu einer Begeisterung. Ja, sie macht Spaß, Fun. Das ist ganz witzig. Ja, wenn man Dirk Nowitzki da rumzappeln sieht, das ist durchaus unterhaltsam. Aber sie ist witzig, aber sie macht keinen Spaß. Es ist kein Enjoyment da. Es ist eine Werbung, die beim Befragten insgesamt in allen Aspekten nicht wirklich ankommt. Was bedeutet das jetzt insgesamt alles? Eine Werbung habe ich Ihnen noch erspart. Bei Interesse kann ich dir auch gerne zustellen. Das war jetzt aus Zeitgründen, dass ich Wir kaufen dein Auto nicht mehr im Detail vorgeführt habe.
Aber einmal in der Übersicht sehen wir eben Haribo auf jeden Fall am besten. Die anderen IKEA kratzt am grauen Bereich, die anderen beiden im roten Bereich. Was alle vier gemeinsam haben, ist die Bereitschaft, die geringe Bereitschaft der Konsumenten, sich diese Werbung überhaupt anzugucken. Und das ist, da schlägt sich der Bogen jetzt wieder zum Anfang, das ist in der Tat, und es ist bestätigt, es ist die größte Herausforderung, dass die Menschen nicht bereit sind, meine Werbung anzugucken, dass sie meine Werbung sehr frühzeitig verlassen. Wichtig ist dann, um das zu verbessern und für meine Werbung dann ein besseres Ergebnis zu erzielen, herauszufinden, woran liegt das denn? Ein Grund kann sein, die Konsumenten finden die Werbung einfach furchtbar, sie mögen sie einfach nicht, dann schalten sie weg. Da kann man wenig machen, da muss man dann tief in die Analyse einsteigen. Also man kann schon was machen, ich muss tief in die Analyse einsteigen und zu gucken, was kann ich denn verbessern, woran muss ich arbeiten, an welchen Elementen tief einsteigen, um das halt gesamtheitlich zu verstehen, welche Elemente, Punkte, Aspekte müssen einfach verändert werden, damit diese Werbung gemocht wird. Es geht auch, das ist zweitens der Fall wie bei Haribo, die Leute erkennen einfach super früh, worum es geht, die Kinderstimmen der Erwachsenen, sie erkennen sofort, dass es für Haribo ist. Solange das, wie bei im Fall von Haribo, keinen negativen Effekt hat, dass die Marke nicht rausgenommen wird, weil es so distinctive, so ein distinctive Asset für die Marke ist, ist es weniger problematisch. Wir sehen aber auch Fälle, wo die Marke ganz hart am Anfang reingepackt wird, damit ja in den ersten Sekunden die Menschen die Marke wahrnehmen. Das kann einen sehr negativen Effekt haben auf die Bereitschaft, die Werbung zu gucken. Da muss immer eine sehr gute Balance geschaffen sein. Wie viel Marke bringe ich am Anfang rein, damit ich die Bereitschaft habe? Wenn ich es zu stark mache, verlassen mich die Menschen. Wenn ich zu wenig Brand Cues am Anfang und auch im Verlauf der Werbung habe, dann weiß keiner, für wen geworben ist. Das ist ein bisschen, da gibt es auch kein Patentrezept. Also das ist eine Balance, die man für jede Werbung dann wirklich finden muss. Kann natürlich auch sein, dass Leute die Werbung verlassen, weil es nicht relevant ist für sie. Dass sie sagen, nicht das Produkt oder die Kategorie ist nicht relevant für sie. Da hilft es dann in der Regel reinzuschauen, sind es eher Männer, Frauen, Altersgruppen oder nach anderen Kriterien, die ich dann in meiner Kernzielgruppe habe. Mache ich denn meine Kernzielgruppe zufrieden? Dann kann ich auch mit einem grauen Ergebnis in der breiten Zielgruppe leben, sofern denn meine Kernzielgruppe, die ich sowieso im Fokus habe, die im grünen Bereich landet und die bereit ist, die Werbung sich anzugucken. Muss man sich aber sehr genau angucken. Deswegen haben wir auch diese detaillierte Diagnostik, um immer zu schauen, was ist denn das Problem, was ist die Ursache, wie können wir es denn optimieren, wie können wir es verbessern. Und da sind wir jetzt auch schon fast beim Schluss und können gleich die Diskussion starten. Ein wichtiger Punkt ist eben, was ich am Anfang schon gesagt habe, wie wichtig es ist, zu testen, zu lernen. Wenn ich nicht sofort und schnell das optimale Ergebnis erreicht habe. Testen geht heutzutage sehr, sehr schnell. Das dauert nicht mehr 4 Wochen, bis die Marktforschungsergebnisse sehen. Die Zeiten sind ja glücklicherweise vorbei. Es geht extrem schnell. Man kann einen Tag nach dem Feld die ersten Topline-Ergebnisse sehen. Wenn es nochmal ins Detail rein muss, dauert das auch nicht ewig lange. Wie wichtig das ist, habe ich in einem Beispiel, kann ich nicht branden, darf ich nicht zeigen, weil es ein Kundenprojekt ist. Aber da haben wir es tatsächlich in einem Schritt von der alten ersten Version, waren wir im roten Bereich, sind in einem Schritt tatsächlich in den grünen Bereich gekommen. Das dauert manchmal länger. Ich habe manchmal auch 5 Iterationsschritte, bis wir da landen. In dem Fall sind wir da sehr früh gelandet. Da war ganz klar in der Analyse zu sehen, es handelt sich um eine sehr kleine Marke mit einem kleinen Marktanteil. Da hat das ursprüngliche Ad mit dem Produktnamen, mit dem Markennamen gestartet. Da waren die Konsumenten schon mal ganz durcheinander. Was ist denn der Produktname, was ist der Markenname? Dann war die richtige Auflösung der Marke ganz am Ende. Das Produkt wurde zwar gezeigt, aber das hat auch nichts geholfen. Da haben wir dann im Iterationsschritt gesagt in der Anpassung, wir zeigen jetzt nur noch die Marke, wir fokussieren komplett auf die Marke, nicht auf das Produkt. Im ersten Schritt müssen Sie den Markennamen rausnehmen und wir müssen Brand Cues in relativ natürlichen Art und Weise einbauen in die Werbung, dass Sie eben auf dem Produkt selbst das lesen können, das Produkt, den Namen. Das ist nicht einfach nur das Logo rechts oben, das kann ein bisschen was helfen, aber in der Regel ist es nicht die Lösung. Das
dass der Produktname, Markenname ein bisschen intelligent eingearbeitet worden ist. Und das hat wirklich diesen großen Effekt erzeugt. Ich sehe, Sabine möchte die Diskussionsrunde starten. Ich bin auch am Ende, deswegen meine Bitte an alle, verbrennen Sie nicht Ihr Geld. Denn nur wenn der Konsument wirklich bereit ist, ihre Werbung anzugucken, ihre Marke rausnimmt, ihre Message versteht und auch noch Spaß hat an der Werbung, die auch noch, weil es eine emotionale, tolle Geschichte ist, die Werbung auch noch gerne anguckt, dann verbrennen Sie eben nicht Ihr Geld. Dann investieren Sie in sehr effiziente, sehr erfolgreiche Werbung und verhelfen damit letztendlich der Marke auch zum Wachstum. Vielen Dank. Ich freue mich auf die Fragen. Ja, vielen Dank, Katrin. Das war sehr spannend. Schade, dass die